Leute, ich weiß nicht, ob ich das heute gesundheitlich kann. Ich schaff's nicht mehr. Dieses Alkenspiel raubt mir noch den letzten Nerv. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 19 Mobile. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier um 20 Uhr. Gestern gab's einen FIFA Mobile Fails Video. Ich habe mir gedacht, komm, ich mach mal was anderes, womit ihr wahrscheinlich nicht gerechnet habt. Link dazu ist unter dem Videobeschreibung, weil sicherlich haben das noch nicht alle der Hashtag Packs Army gesehen. Deswegen schaut da auf jeden Fall mal vorbei, würde ich mich sehr drüber freuen. Heute kriegen wir, so wie ihr es im Titel seht und sehen könnt und auf dem Thumbnail gesehen habt, einen 90 Plus Spieler. Ich weiß es zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht, welcher Spieler es wird, ist ja logisch. Wir können in den nächsten Tagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt... Holy shit, war das laut. Muss ich erstmal wieder leiser stellen. Ich vergesse jedes Mal meinen Ton auszumachen. Ja, ja moin. Das war's komplett. Ich wollte sagen, ich habe jetzt fast... Ich glaube, ich habe die 150 Punkte sogar. Wir gucken mal rein. Ich habe 149, Leute. Das heißt, soll ich jetzt nochmal 100 sparen? Oder soll ich mir den 90 plus Inform-Spieler holen? Ich weiß es echt nicht, Leute. Ich weiß es echt nicht. Wie viel kriege ich denn eigentlich, wenn ich hier wöchentlich... Wenn ich das... Dann kriege ich 10, okay. Dann kriege ich 5... Ah, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Es dauert mindestens noch ein, zwei Wochen, bis wir die Icon dann abholen könnten. Aber mal gucken, Leute. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, ob ich die Icon holen soll oder den Meister-Inform-Spieler, also den 90-Plus-Spieler. Weil den könnte ich dann, wenn ihr sagt, ja, mach, hol dir den 90-Plus-Inform-Spieler, dann könnte ich den schon morgen holen, beispielsweise. Aber eine Icon wäre natürlich auch geil. Aber in zwei Wochen bringt mir die Icon auch eigentlich nichts mehr so wirklich. Okay, klar ist FIFA 19 Mobile dann immer noch da. Die Icon könnte eventuell was wert sein, aber der Inform-Spieler könnte halt auch was wert sein. Ah, problematisch. Kritisch, kritisch, kritisch. Ich gehe rein ins Saison-Vorbereitungs-Event und ja, das Icon-Spiel liegt vor mir, Leute. Das Icon-Spiel liegt vor mir. Ich möchte es eigentlich gar nicht spielen, weil ich weiß, dass ich da wieder ausrasten werde. Ist einfach so, Leute. Das Spiel wird mich hier zum Ausrasten bringen. Ich möchte zwei Positionen nach vorne, weil ich möchte jetzt zur 16. Das heißt, ich wähle hier die 250 Gems wieder aus. Da habe ich ja noch über 1000. Da kriegt man ja immer täglich ein paar auch noch dazu durch die Skillspiele, weil ein Skillspiel, glaube ich, 50. Also das erste Skillspiel, was man am Tag macht, kriegt 50 Gems. Nicht jedes Skillspiel, das wäre absolut geil. Aber EA macht es natürlich nicht so. Ist auch logisch. Aber 50 Gems so zu bekommen. So, jetzt bin ich bei der 16. Ich möchte halt die Punkte hier abholen. Die Jetzt- und Später-Punkte. Beide. Ich brauche insgesamt 70. Ich habe jetzt 9 Transferpunkte. Und dafür muss ich halt wieder das Icon-Spiel machen. Das werden wir auf jeden Fall jetzt machen. Soll ich das jetzt schon machen oder soll ich das... Ja, ich glaube, ich mache das jetzt direkt. Ne, 30 bekommt man. Und 50 bekommt man hierfür. Ah, okay. 50 bekommt man aber für die Icon-Spiele. Da hatte ich mich da vertan. Versus Angriff kriegt man auch für den ersten Sieg nochmal 30 Gems. Also ein paar, so 210 Gems bekommt man, glaube ich, pro Tag, ne? 30, 30, 60, dann hier 150, zack, zack. Ja, 210, Leute. Hashtag Mathe-Abi ist da. Wir gehen rein ins Icon-Spielen. Ich denke, das wird eine Fehlentscheidung sein, jetzt hier reinzugehen in dieses Spiel, weil es ist zu krass. Es ist wirklich zu krass. Ich habe zwar eine 117er Gesamtbewertung, aber es ist trotzdem für mich nicht einfach, gegen dieses Team zu gewinnen. A, sind das alles Icons und die Icons sind eigentlich die ja fast besten Karten im Spiel, sage ich mal. Und dann dazu auch noch die 120er Gesamtbewertung. Das ist ein Krampf. Das ist echt ein Krampf und Lukas verliert den Ball. Ach, fängt ja schon wieder gut an. Fängt ja schon wieder richtig gut an. Aber ein Glück kann man das so oft neu starten, wie man will, rein theoretisch, ne? Doch, man kann halt neu starten, so oft, wie man will. Man kriegt ja die Ausdauerpunkte sogar wieder. Ja, komm, ich starte direkt neu. Dass ich direkt wieder im Ballbesitz bin, weil... Ja, eigentlich... Also, ich habe es immer geschafft, wenn ich mit Lukas... direkt hier vom Anstoß ein Tor gemacht habe. Und das ist möglich. Nein, was mache ich denn? Okay, das war gefettfingert. Okay, jetzt spielen wir so weiter. Solange wir noch im Ballbesitz sind, ist ja alles in Ordnung. Wijnaldum kann auch solche Schüsse wie einen Lukas. Jawohl, das war schön gespielt. Das war schön gespielt, aber Yashin, der Frechdachs. Yashin, der Frechdachs hat ihn. Oh, Luke Bakio. Luke Bakio. Luke Bakio. Und es gibt eine Ecke. Ja, okay, 55. Wenn ich die Ecke jetzt reinhaue hier mit Van Dijk, mit Van Dijk, mit Van Dijk, mit Van Dijk, Faust in die Facecam, Leute. Früher war ein Eckengift, ihr kennt es ja. Am Anfang
waren die Ecken wirklich Gift, weil man hat nie eine Ecke reingemacht. Dann hat EA was verändert, gepatcht und dann waren die Ecken göttlich, weil man macht fast so wie jede Ecke, also man macht fast jede Ecke rein, so. Genau, so, let's go. Zwei Tore noch, Wijnaldum nach vorne mit der Kugel. Lukas, und jetzt nach oben, ja, schön, und nochmal nach unten, ja, schön, das war schön gespielt, Lukas, nein, ich wollte nicht noch 2-3 Meter gehen, ich glaube, da hätte hier ein Maldini, hätte mir den Ball abgenommen, aber Matip kann doch auch köpfen, und es gibt Abstoß, Mann, die Ecke wäre so wichtig, wenn die reingegangen wäre, och man, 70. Eieiei, das ist... Nein, ja, schön, nein, nicht schön, ja, nein, Rivaldo, Ronaldo, Romaldo, Marschaldo, oh, weg damit. Komm, ich kann's noch schaffen, wenn ich jetzt ganz schnell das Tor mache, dann steht's 2-2 und dann habe ich noch 10 Minuten Zeit, um ein Tor zu machen und das ist auch dann noch möglich. Oh, nein. Nein, jetzt habe ich es verkackt. Nee, jetzt kann ich es nicht mehr schaffen. Ich starte neu. Puh, Leute, das zweite Mal jetzt neu gestartet. Der Puls ist noch in Ordnung. Aber wenn man jetzt hier 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal neu gestartet hat, dann ist der Puls schon auf 180, kann man sagen. Und wenn man dazu auch noch rausgeschmissen wird von EA, dann eskaliert es aber wirklich komplett hier. Aber... Faust in die Facecam, Mann. Faust in die Facecam, ich sag's euch. Bam. Ich weiß nicht, da, Leute, das Icon-Spiel ist verhext. Das Icon-Spiel ist echt verhext. Manchmal, keine Ahnung, jetzt steht's hier nach 60 Minuten, Leute, es steht jetzt hier nach 70 Minuten. Ich habe also quasi, 25 Minuten gespielt und ich führe jetzt schon 3-2. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt noch ein Gegentor kassiere. Dann würde ich ja komplett ausrasten, aber wirklich jetzt. Schön, Roulette. Jetzt einfach nur, komm, vorne ein bisschen schön rumspielen und dann habe ich das Ding gewonnen. Endlich. Und heute gerade mal nach dem 4. oder 5. Versuch. Also heute ging es relativ schnell. Relativ schnell. So, Luke Bakio runter, Lukas. Das muss ich jetzt hier clever von der Zeit nehmen, ja. Sagen, Luke Bakio vielleicht nochmal ein 4. Tor. Okay, es gibt eine Ecke. Eine Ecke ist auch immer gut. 85. Auf Van Dijk das Ding. Und Van Dijk mit dem 4-2, Leute. Manchmal kriegt man nicht ein Tor hin. Manchmal spielt man unentschieden nach 90 Minuten. Und jetzt steht es einfach 4-2. Ich weiß nicht. Also, das Icon-Spiel ist verhext. Ohne Witz, Mann. Das ist echt verhext. Schön, Arne Meyer. Guckt euch Arne Meyer an. Als ob ich jetzt noch ein 5. mache. Ich glaube, ich hatte noch nie 5 Tore gegen das Icon-Team hier. Und jetzt habe ich 5 Tore. Ich gewinne 5-2. Ich gewinne 5-2. Und vorher rastet man immer aus, weil man es nicht schafft. Ich weiß nicht, ob das Spiel nach einer Zeit dann einfacher wird. So kommt es mir so vor. Also auch gestern. Aber wahrscheinlich ist es nur Einbildung. Das kann gar nicht einfacher gemacht werden von EA. Keine Ahnung. 5-2 gewinnen wir auf jeden Fall. Und das ist gut. Und ja, ich freue mich jetzt auf den 90-Plus-Spieler. Ich hoffe, das wird ein besserer als in den letzten Tagen, die wir da bekommen haben. Da seht ihr es, ja. Obwohl, einmal wurde ich noch rausgeschmissen und da hatte ich, glaube ich, zweimal gespielt. Also habe ich 6 Mal heute insgesamt gespielt oder 5 Mal. Ist auch egal, Hauptsache ich habe es jetzt geschafft. Ups, ich kann noch die Belohnungen abholen. Bam, bam, schöne Transferpunkte. Komm, gönn. Hä? Wieso muss ich das Spiel noch jetzt nochmal? Hä? Wieso muss ich denn jetzt gegen dieses Icon-Team spielen? Ich hätte gedacht, ja, das war auch gestern auch so. Was ist das für ein Fail jetzt hier? WTF? Was ist das denn jetzt? Ich habe doch gestern auch... Das war doch schon immer so. Okay, am ersten Tag habe ich zwar nicht gescheckt, aber ihr habt mich aufgeklärt, dass ich, wenn ich das letzte Spiel mache, das schwierigste Icon-Spiel mache, dann muss ich die anderen nicht mehr machen. WTF, ich habe gedacht, ich kann mir jetzt einfach die Belohnungen abholen, wie gestern auch in der Folge. Nö, gar nichts. Jetzt muss ich hier nochmal gegen das Icon-Team spielen, aber das ist deutlich einfacher, weil ich ja jetzt schon 1-0 führe, weil jetzt haben wir schon das Icon-Spiel gewonnen. Aber ich habe gedacht, ich kann mir damit die anderen Spiele sparen. Danke auf jeden Fall dafür. Das ist echt wieder frech von EA. Keine Ahnung, was da rumgebuggt hat oder ob das ein Fehler ist oder ob man das jetzt wirklich jeden Tag so spielen muss. Ob das EA reingepatcht hat gestern oder kein, ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall 56. Minute. Ich wollte jetzt den 90-Plus-Spieler öffnen, Mann. Jetzt muss ich hier nochmal spielen.
Jetzt muss ich hier nochmal spielen, 2-0, aber ich würde sagen, let's go, rein geht's ins 90-Plus-Spieler-Pack hier. Bidirip, bidirip, lalalala, lalala, in the evening. So, let's go. Schauen wir mal, was da jetzt hier noch drin sein wird. So, jetzt habe ich die Transferpunkte 5 natürlich. Und jetzt, hey, jetzt hat's funktioniert. Jetzt habe ich das zweite gemacht und kann das erste, muss das erste nicht mehr spielen. Und natürlich auch wieder 2 Transferpunkte. EA gönnt richtig. Vielleicht gönnt EA mit dem 90-Plus-Spieler, Leute. Komm. Vorgestern hatte ich ja auch 2 Stück bekommen und die waren nicht so geil. Heute 98er-Spieler, hätte ich nichts dagegen. Breel Embolo. Okay, 92er Breel Embolo ist in Ordnung. Hätte was Besseres sein können, ja, aber es hätte auch was deutlich Schlechteres sein können. Okay, was deutlich Schlechteres nicht, aber Embolo, bringt der was noch auf dem Transfermarkt? Also Embolo ist jetzt nicht so schlimm, dass ich sofort die Folge beende, wie vorgestern oder vorvorgestern. Breel Embolo bringt sogar noch 2 Millionen, ja. Ich denke mal, den werde ich verkaufen für 2,6 Millionen. Haben oder nicht haben, Leute, ich bedanke mich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.